Als völlig konzeptlos bezeichnet FPÖ-Gruppenobmann Johann Tschirt die Verkehrspolitik des Landes. Die Freiheitlichen fordern eine Verlängerung der S31 bis Oberwart bzw. Neusiedl. Wir haben zwar Querautobahnen, so wie die A2, A3, A4, A6 und die geplante S7, aber wir haben definitiv kein Konzept, wo man sagt, man kommt von Süden bis zum Norden und von Norden bis zum Süden. Und deshalb fordern wir, und wir werden das auch mit einer Landtagsinitiative natürlich bekräftigen, dass die S31, die es ja schon gibt, nicht bei Bullendorf oder Steinbergdörfel endet, sondern bis nach Oberwart fortgesetzt wird, nicht einfach nach Ungarn, sondern bis nach Oberwart fortgesetzt und auf der anderen Seite nicht nur die Umfahrung schützen, sondern dass diese S31 auch bis nach Neusiedl, sprich Bahndorf, fortgesetzt wird. Die Umfahrung schützen sieht Schürz als Schildbürgerstreich. Das Einzige, was passiert ist, ist jetzt einmal eine Umfahrung in Schützen zu machen. Und es ist so, dass viele an uns herantreten und sagen, was wird denn das und was wird da gebaut? Und deshalb nehmen wir jetzt diese Umfahrung Schützen zum Anlass, endlich einmal eine Entlastungsstraße für das Burgenland zu fordern und auch diesbezüglich im Land aktiv zu werden. Auch der Bruckneudorfer Abgeordnete Gerhard Kobersitz weiß um das Los der burgenländischen Pendler. Es ist nicht mehr zumutbar, dass man hinter einem Traktor nachfährt, eine Dreiviertelstunde und nicht überholen kann, weil es Überholverbote gibt oder einfach so viel Gegenverkehr da ist, dass man nicht vorbeikommt. Und wenn man sich anschaut, die Möglichkeiten gibt es, dass man diese Straße baut. Man könnte sie nach St. Georgen raufziehen ins Leitergebirge und könnte es dort im Leitergebirge am Kamm entlang führen bis nach Bahndorf und dort einbinden in die A4 und die Sache wäre erledigt. Ja.